Und wieder Nekrophagen und ein Rätselkampf. Der Krieg bringt die unterschiedlichsten Gerüche mit sich. Etwa nach Brandwunden, Blut und Schmutz. Der schlimmste von ihnen ist aber der Gestank verrottenden Fleischs. Weht der Wind entsprechend stark, wird dieses Miasma weit davongetragen und erfüllt die Herzen der einfachen Leute mit Furcht und lässt blutdürstigen Monstern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir haben es mit Ghoulen zu tun und wir wollen alle töten. Und vertrauen sollten wir auf unsere loyalsten Einheiten. Ja, alles klar. Um die Buffs zu nutzen. Sonderregeln für kürzer Kampf, vorgegebenes Deck. Ein Rätselkampf wie die meisten. Der Gestank der Verwesung. Was haben wir denn für eine loyale Fähigkeit? Verbessere eine verbündete Einheit um 4 und gib ihr eine Rüstung. Was bist du denn? Alsurs Donner. Füge einer Einheit 10 und ihren Benachbarten 5 Schaden zu. Sehr nett. Und außerdem verbrennen. Zerstöre die stärksten Einheiten. Damit könnte man fast schon den Kampf beginnen, ne? Die stärksten... Ach ne, Moment. Das ist gerade sie hier, der Aalghul. Alle 2 Züge zu Beginn. Eine Einheit auf deinen Friedhof. Und die alle 3 Züge eine Einheit aus dem Friedhof verzehren. Okay, das können alle von denen. Den aberlässten Schützen jetzt loszulegen, ist Schwachsinn. Wir probieren mal zuerst verbrennen. Ah, wir können uns die Reihe aussuchen. Nein, können wir nicht. Alles klar, es hat den 13er zerstört. So. Eins und fünf. Dadurch können wir halt auf jeden Fall Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ihn wegklatschen. So, und mit den lyrischen Aberlästen, ja. Ja, und jetzt ist er enorm erstarkt und wir haben halt keine wirkliche Kampfkraft mehr zur Verfügung. Ein Bolzen, mehr brauche ich. Und jetzt nicht. Haben wir nochmal ihre Fähigkeit. Und wir haben es halt knapp nicht geschafft. Gut, also verbrennen zuerst zu spielen ist nicht. Ach, ich bin doch auch ein bisschen dämlich. Ein bisschen bin ich ja dämlich. Wir können ja 2 Schaden hier zufügen. Ah, nee, 1 Schaden. Und jetzt ist er schon auf 25. Doch, ich glaube, ihn müssen wir zuerst töten. Beziehungsweise, na gut, wir können durchs Verbrennen warten. Wir können natürlich auch wann anders töten. Schwierig. Auf jeden Fall haben wir den Schuss dadurch ins Blaue gesetzt. Also machen wir das Ganze nochmal. Okay, ich muss in der ersten Runde nicht verbrennen spielen. Das funktioniert jederzeit immer noch. Füge einer Einheit 10 Schaden zu. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So, eine Einheit 10 und der benachbarten 5. Dadurch können wir jetzt quasi die und dann die halt aus dem Weg schaffen. Machen wir das jetzt schon? Nee, noch haben wir ja Zeit. Noch haben wir Zeit. Lyrian! Machen wir so. Jetzt haben wir nur noch eine Runde. Zack, zack. Ich wollte es genau andersrum. Ernsthaft jetzt? Och, Spiel. Wirklich. Nein. So, wie setze ich diese Karte denn bitte richtig ein? Also,
Unser lyrischer Arbalester geht voran. Rüstung wird ihn nicht schädigt die Einheit vor. So, okay, wir gucken jetzt nochmal. Füge einer Einheit 10 Schaden. Dieser. Okay, ich muss die Einheit auswählen, okay. So. Den kriege ich ja nicht mehr runtergeknüppelt. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. So, verbrennen. Und dann habe ich halt ihre Sonderfähigkeit. Aber das sind halt nur 6 Schaden. Und dann ist er wieder auf 5. Ah, was übersehe ich denn jetzt hier? Wenn wir alle natürlich auf dieselbe Stärke bringen könnten, um dann Verbrennen zu spielen, das wäre natürlich der absolute Hammer. Aber das wird nix. Ich könnte natürlich auch probieren, aber das macht auch nichts, oder? Wenn ich jetzt relativ früh... Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Das hier spiele, weil wir dann noch einmal das einsetzen können. Aber was passiert? Oh, Moment. Tatsächlich? Ja gut, okay, aber er wird gleich nicht mehr auf 11 sein. Jetzt nämlich schon nicht mehr. Sonst wäre er die wären zwei die stärksten Einheiten gewesen. Das wäre natürlich super. Aber so haben wir das einfach verschwendet und haben jetzt nochmal wieder 2 Runden Cooldown. Ist mir irgendwie, ist mir das, irgendwie verstehe ich das nicht. So, machen wir dich weg. Dann haben wir den wieder mit 6. In einer Runde kriege ich auf ihn keine 6 Schaden. Keine Chance, da müssten schon die 3, da müssten 3 von diesen Typen da jetzt sein. Beziehungsweise wenn ich jetzt Loyalität einsetzen würde. Ich übersehe irgendwas. Irgendwofür bin ich zu dämlich. So, komm, wir nehmen jetzt das mal nochmal. Zack, ja, da schön verbrennen. Beenden den Zug. Ich brauche ein Ziel. Jetzt Loyalität einsetzen ist halt doof, wenn ich den 10er treffe, weil den würde ich sowieso töten. Ich könnte darauf hoffen, dass ich den anderen töte, aber die Rätsel sind ja nicht darauf ausgelegt, dass man halt auf irgendwas hoffen muss. Und jetzt, wir stehen wieder direkt vor derselben Geschichte. Zack, es ist auf 14. Ich bräuchte einfach eine verdammte Runde mehr. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ja, und leider bin ich jetzt schon auf Passen. Ätzend. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Diese Schlacht dauert nur eine Runde. Mhm. Wäre ja wohl auch genug, wenn man es geschickt angeht. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten. Ja, wenn jetzt beide Schüsse auf die hintere Kreatur gehen würden, hätte man es geschafft. Aber das wird halt nicht passieren, weil es Zufall ist. Ja, die gehen übrigens beide auf die erste. So, warte mal, loyal. Fügt einer zufällig gewählten Einheit, ja. Die diese Einheit am nächsten ist. Okay, das... Ja. So oder so, es würde immer auf die Reihe gehen. Also auch so nicht. Ah, Jungs.
Okay, damit das funktioniert, müsste man halt den ausschalten. Dann könnten wir die Loyalfähigkeit benutzen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Aber nochmal um zu gucken. Aber auch das ist ja wieder... Na gut, es ging sogar diesmal auf den richtigen. Aber es ist halt einfach egal. Ich habe doch dasselbe schon 5-mal gemacht. So, 14 Schaden. Jetzt kriege ich 2, 5... ja, maximal 11 Schaden durch. Schon wieder gelaufen. Ich weiß es nicht. Schütze zu Diensten! Das ist der logischste Zug. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Nur 10er. Das heißt, jedes Mal, wenn die eine Einheit vom Friedhof verzehren, steigen sie. Das heißt, die kommen auf keine gerade Zahl. Die kommen auf 21 und 31 und er kommt immer auf eine andere Zahl. Ich kriege die also nicht. Wow, ich. Nee. Die anderen fand ich irgendwie immer einsichtiger. Wenn sie 10 Schaden kriegt, ich kriege die ja nicht. Jetzt ist das Vieh halt auf 16. Und dann sind die auf 21 und er halt irgendwie auf 29. Das bringt es alles nicht. Wow, okay, was zur Hölle übersehe ich denn bitteschön?
Es ist egal, wann ich ihn töte. Völlig. Aber es ist eigentlich auch egal, wenn ich diese Karte spiele. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Es ist halt egal, weil sie sich jetzt verbessern. Mann! Fick dich, Spiel. Warte mal. Das lösen wir anders.